Ja, hallo, wen haben wir denn hier? Mich, und ich hoffe, diesmal hörst du mich auch. Ich schaute mir gerade die Aufnahme an, weil mich interessierte, ob man's Ausschlagbalken vom Mikro sieht, wenn ich ein Stück Schokolade esse. Und dann fiel mir auf, ich habe gar keinen Balken. Und dann dachte ich so, Moment mal. Und ja, ich befürchte, die letzten vier Folgen, alle vom heutigen Tage, haben keine Mikrofonspur. Das wirst du natürlich schon wissen. Oder ich weiß nicht, diese vier Folgen kommen natürlich trotzdem raus. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, aber immerhin besser als ohne Bild, ne? Also, davon mal ab. Ich habe viel geforscht, habe erzählt, Weihnachten und Neujahr ist durch und, ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe überlegt, ob ich die nachsynchronisiere, aber ich dachte mir, oder ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber ich glaube eher nicht, weil ich, ja, weiß ich gar nicht. Ist der Gewinn da so groß, wenn man es nachsynchronisiert? Ja, neben mir wird genickt, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählte. Ich schau mal. Also entweder hattest du, also auf jeden Fall ist kein Live-Ton dabei, sondern wenn dann nachsynchronisiert, und ich schau mal, was ich mache. Ja, schade drum, aber in dieser Folge habe ich geguckt, das Mikro ist da, das Bild hoffentlich auch, das gucke ich jetzt nochmal ganz panisch. Ja, ein Bild ist auch da. So, und ja, Rohstoffmangel hatte ich und ich war noch nicht schlafen. Achso, was ich übrigens gesehen habe, wenn man hier auf den Kalender klickt, haben wir 11.600 Gold verdient, 5.600 durch Feilschen. Das heißt, wir wären jetzt im Minus, hätten wir nicht gefeilscht. Hergestellte Substanzen 2, einmal Nigredo und einmal ein Regenbogen-Kackehaufen. 81 Kunden bedient und 96 Tränke gebraut. Das ist doch eine schöne Statistik. Und ab ins Bett. So. Jetzt würde mich mal interessieren, rein theoretisch, ne? Oh, ich muss alle meine Besucher bedienen. Schade, ich dachte, ich könnte mich einfach wieder ins Bett legen. Ganz frustriert und traurig wieder ins Bett gegangen. Gut. Hallo, hast du Rohstoffe? Tolle Neuigkeiten. Mein Experiment war erfolgreich. Ich war endlich in der Lage, Tolle Neuigkeiten. Mein Experiment war erfolgreich. Ich war nun in der Lage, das Salz der Leere herzustellen. Salz der Leere? Oh ja, Salz der Leere. Sehr nützlich, wenn man Tränke braut. Aber du wirst die Alchemiemaschine benutzen müssen, um sie herzustellen. Also ist der Prozess nicht gerade einfach. Wenn du für eine Herausforderung bereit bist, bin ich bereit, das Rezept mit dir zu teilen. Von Kollege zu Kollege. Für einen symbolischen Preis möchte ich hinzufügen. Okay, dann zeig mal her. Nee, sehe ich mich eher weniger. Aber hier sehe ich mich. Hoppala. Aha, gut. Machen wir mal lieber so. Ich brauche Zutaten. Ohoho, der feine Herr. Ein anderer Alchemist hat mir einen Trank verkauft, der bei mir Magenschmerzen und Durchfall verursacht hat. Oh, kannst du mir irgendetwas geben, damit ich mich besser fühle? Ich möchte einen Trank mit Bonuseffekten. Ich zahle auch großzügig dafür. Die schiebe ich... Oh Gott, wie viele leere Rezeptseiten hier sind. Nach diesem... Von diesem Punkt aus weiter brauen. Nebeneffekte. Na, wie wär's mit gut schlafen? Mein Bester.
Das gefällt doch sicherlich jedem. Magenverstimmung weg, ein schönes Nickerchen. Und dann mal schauen, wie komme ich da jetzt hoch? Ja, so eine Eisfrucht ist nicht verkehrt. Hoppala. Habe ich nicht hingeschaut. Jetzt noch eine Wasserlilie. Und eine Windblüte. Stufe 2 hätte ich gerne. Sehr schön. Trank fertigstellen. Der wird dir doch gefallen. Was? Nur 50? Das nennst du großzügig? Ich bitte sie, mein Herr. Ich kann einfach nicht mehr schlafen. Kannst du mir irgendwie helfen, Alchemist? Na sicher. Der Schlafenstrank. Den hatte ich ja jetzt auch schon korrigiert, ne? Ja. Trank fertigstellen. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Und verkauft. Ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. Was stimmt denn bei euch allen nicht? Und jetzt habe ich furchtbare Bauchschmerzen. Und ich habe Blähungen. Blähungen. Muss ich etwa sterben? Gibt es etwas, das mich retten kann? Diese Art von Trank taugt angeblich nur mit dieser Zutat etwas. Terraria. Bitte benutze sie, wenn möglich, mindestens einmal. Da ist kein Terraria drin, ne? Oh doch. Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, vielleicht musst du damit sterben, vielleicht aber auch nicht. Na, gucken mal. Pilze! Nun, hallo, Alchemist. Hast du Interesse an ein paar schönen Pilzen? Ich könnte übrigens einen Trank gebrauchen. Hilfst du mir? Was für eine Art Trank brauchst du? Manche Pilze bevorzugen es, in Höhlen zu wachsen. Ich kenne ein paar solcher Höhlen, aber da ist es so dunkel, dass man nicht sehen kann. Und eine Taschenlampe zu tragen, um Pilze zu sammeln, ist echt eine Qual. Du hast immer alle Hände voll zu tun. Wenn du mir also einen Trank machst, mit dem ich im Dunkeln Pilze sammeln kann, könnte ich dir mehr Sorten bringen. Ja, da hätten wir ja zum einen diesen, zum anderen den Trank der Nachtsicht, zu dem ich noch gar kein Basisrezept habe, ne? Na, mal gucken. Damit sprühst du einfach deine Hände ein. Und dann leuchtest du wie ein Wonneproppen. Wunderbar, ist akzeptiert, dann zeig mal her. Ich brauche eigentlich ja, Schlammpilze, auf jeden Fall hier, die nehme ich auch mit. Dieser Hexensattel ist... Dryadensattel? Nee, wie hieß das? Hexenpilz. Der ist ein bisschen selten, ne? Wie viel Schlammpilz habe ich noch? 12, da brauche ich auf jeden Fall noch was. Hoppala. Wie viel habe ich von dem noch? Gar keinen. Oh, komm mal her, du bist...
766 können wir sparen. Okay. Na, ich mach mal lieber so. Das war nicht gut. Dialog beenden. Oho, noch ein feiner Herr. Es gibt da eine Dame, die ich mag, aber sie scheint mich überhaupt nicht zu bemerken. Kann ich sie irgendwie bezaubern? Ich kann dir einen rosa glitzernden Regenbogen-Kackehaufen empfehlen. Oh, schade, geht gar nicht. Oh. Na gut. Schwacher Dufttrank. Nein? Dann geh mal. Tschüss. Ich brauche einen Trank, der die Stärke erhöhen kann. Ich arbeite nämlich daran, Handschuhe zu entwickeln, die ihren Träger stärker machen. So, so. Willst also mein Produkt nehmen, das weiterverarbeiten und dann noch für noch teurer verkaufen, ja? Wenn du meinst. Ich glaube zwar nicht, dass mein Trank so funktioniert, aber bitte sehr. Ich glaube eher, dass die Handschuhe dadurch robuster werden. Verkaufen. Ich gehe in den Wald, um Wild zu jagen und könnte einen Trank brauchen, der mir dabei hilft. Schnelligkeit. Verkauft. Hast du leuchtende Farbe, Alchemist? Ich muss ein Schild anfertigen, das man im Dunkeln auch vom Weiten sehen kann. Du warst doch neulich schon da. Hast du dich jetzt rasiert, oder? Aber kein Problem. Sollst du kriegen? Trank fertigstellen. Rüber geht's. Verkaufen. Ich brauche einen Trank, der meine Kampffertigkeiten verbessert. Geschicklichkeit. Sehr schön. Verkauft. So schnell kann's gehen. Und geforscht, ja, habe ich in der letzten Folge reichlich. Hab dazu auch was erzählt. Und von daher geht es mal ab ins Bett. Bist du sicher? Ja. Ich trinke mal einen Schluck. Ernte. Die habe ich zwar bisher noch nicht einmal benutzt, aber Sichtbarkeitsradius wäre eigentlich gut, ne? Gold kommen wir ja immer noch gut mit klar. Ich bin so ein weicher Mensch. Manchmal finde ich mich in Situationen wieder, in denen ich für mich selbst einstehen muss, aber ich kann das nicht. Ich könnte etwas gebrauchen, das mir hilft, in der Hitze des Gefechts wirklich wütend zu werden. Für den habe ich noch keine Basis, ne? Aber könnte man ja mal so langsam anfangen. Habe ich für die Liebe eine Basis? Von hier weiter brauen? Ein Schwefelregal. Heißt der Schwefelregal? Ja. Und dann, was hatte ich hier eben? Wo ist es denn hin? Nee, nee. Ein Stinkepilz. Und noch ein Stinkepilz.
das kann ich dann als gute Basis benutzen. Aus einer Basis eine neue Basis gemacht, das ist doch auch etwas. Hoppala. Machen wir mal Rezept speichern. War ich da schon zu weit? Nein, verdammt. Das heißt, das Rezept kann ich eigentlich auch wieder direkt löschen. Ja. Hiermit wäre ich auch nicht wieder... Ne. Na, dann komm mal her, mein Weicher. Verkaufen. Ich habe in letzter Zeit mehr Verzauberungen als sonst gemacht und mein Mana ist komplett erschöpft. Ich brauche einen Trank, der mir hilft, mich zu regenerieren. Verkauft. Das Schloss an meiner Haustür klemmt. Wie soll ich jetzt in mein Haus kommen? Hast du vielleicht eine Lösung? Bei dieser Situation ist Finesse gefragt, deswegen sollte der Effekt des Trankes schwach sein. Ich zahle mehr dafür. Bitte benutze, wenn möglich, die Zutat Feuerzitrin. Das soll Glück bringen. Ja, nee, ist klar. Klein Rums, der wäre nicht verkehrt. Was mache ich denn da jetzt? Trank fertigstellen. Gib einen kleinen Rums für dich. Verkauft. Oh, es gibt Kräuter. Hi. Sollen wir handeln? Ich denke, du wirst einige meiner Kräuter mögen. Kannst du mir einen Rat geben, wie ich Kräuter in meinen Garten züchten kann? Weißt du denn nicht, warum in deinem Garten alles so schnell wächst? Das liegt alles an dem verzauberten Baum. Solche Bäume sind eine echte Rarität. Praktisch jede Pflanze kann neben dem verzauberten Baum wachsen. Sogar solche, die normalerweise unter ganz anderen Bedingungen gedeihen. Her damit. Diese Basiszutaten fehlen hier jetzt, ne? Also, hoppala. Kaltblatt nehme ich. Da kenne ich nichts. Druidenrosmarin, nehmen wir auch mal ein paar dazu. Was bist du hier? Wirbelkraut. Nee, lassen wir mal weg. So, gut feilschen. Das geht bei ihr ja recht leicht gerade. Abgemacht und zurück. Verkaufst du irgendwelche Tränke, die bei intimen Angelegenheiten helfen? Also ich könnte vielleicht so einen gebrauchen. Sicher, da bist du hier genau richtig. Da brauchst du auch gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Das ist gar kein Problem. Einfach einen Schluck trinken und dir geht's gut. Ne? Ich muss meine Pfeile mit etwas beschichten, das meine Beute daran hindert zu entkommen. Ich rede natürlich von der Jagd. Bitte benutze für den Trank, wenn möglich, nur eine Art von Zutat. Drei Zutaten. Zwei Zutaten, drei Zutaten. Würde ich das hinkriegen? Mmh,
kriegst du jetzt nicht so. Trank fertigstellen. Verkauft. Ich brauche einen Explosionstrank für meine Arbeit in den Minen. Sicher, sicher. Aber wie man es schaffen soll, seine... Hoppala, jetzt träume ich schon vor mich hin. Könnte ich theoretisch auch... Kann ich nicht da reinwerfen. Okay. Verkauft. Heute wird nicht gehandelt. Heute geht alles so über den Tisch. Manchmal, wenn ich auf dem Markt feilsche, fühle ich mich nicht mutig genug, um einen besseren Preis für mich herauszuholen. Ich habe das Gefühl, ich könnte ein paar Tropfen Wut gebrauchen. Na, sei mal froh, dass ich da noch ein Basistrank brauche. Von dem ich natürlich nicht die richtigen Zutaten habe. Gibt's heute mal nicht. Ja, ich denke mal, nach dieser Folge ist auch Schluss mit der Aufnahme. Dafür kratzt mein Hals dann doch ein bisschen sehr noch. Aber ich denke mal, ich habe ja heute 5 Folgen geschafft, wovon ich 4 nochmal übersprechen darf, weil hier... da irgendwer gesagt hat, das wäre besser. Hast du schon wieder genickt? Ich dachte, man könnte sich dafür vor vielleicht noch drücken. Aber nein, es ist natürlich auch für euch. Es ist für mich anstrengend, aber 4 Folgen lang kein Ton wäre schon echt doof. Ja. So, ich brauche wirklich dringend mehr von den ursprünglichen Basiszutaten oder ich muss mal neue Fundamentertränke brauen. Alchemist, ich brauche einen Heiltrank. Ich habe gestern einen Dieb gejagt, als ich versuchte... Oh, das kann ich ja gar nicht weiterlesen. Als ich versuchte, ihn zu packen, hat er mich mit einem Dolch an der Hüfte getroffen. Es ist keine tödliche Wunde, aber ich humple jetzt ein wenig. Ich muss mich schnell erholen und wieder an die Arbeit gehen, um die Stadt zu beschützen. Ja, ja, ganz ruhig. Ich weiß, bist ein ganz wichtiger Mann. Verkauft. Alchemist, du, hast du einen Trank, der die Bewegung verlangsamt? Ich könnte einen für die Hirschjagd gebrauchen. Ach, und gib mir bitte keinen schwachen Trank. Ich brauche den besten und bin bereit, dafür gut zu bezahlen. Ja, also... Wenn du damit deinen Hirsch triffst, dann bewegt er sich sehr langsam. Ich würde ihn aber auch nicht zu schnell anfassen. Es könnte sein, dass du festfrierst. Ja, nur weil ich jetzt gesagt habe, dass du festfrierst, ne? Ja. War natürlich klar. Achso, vielleicht nehme ich den hier, ne? Der klingt doch viel besser. Den habe ich ganz vergessen. Dafür zahlst du aber noch ein bisschen drauf. Nur weil du zu langsam bist. Einem... angeschossenen Hirsch hinterher zu laufen. Ich behaupte nicht, dass ich es besser könnte, aber ich gehe auch nicht auf die Hirschjagd. Ich brauche einen Trank, der mein Pferd schnell wie den Wind macht. Hier könnte ich auch mal den Basistrank anpassen. Ich könnte den eigentlich auch auf einen Dreier machen immer und dann wieder Richtung Dings ziehen, fällt mir ein.
Wobei, so kann ich von dort aus natürlich weiter. Kann ich so oder so? Ja, eigentlich, theoretisch, macht das keinen Unterschied. Verkauft. In den Bergen bei den sieben Zwergen gab es einen Erdrutsch und der Tunnel, der zu meinem Hause führte, wurde blockiert. Wie soll ich jetzt nur nach Hause kommen? Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Du könntest die Sachen wegräumen, was ich dir empfehlen würde. Oder du fliegst einfach mal drüber. Habe ich die Grundzutaten für ein Nein? Habe ich hierfür die Grundzutaten? Nein. Für ein Rumba auch nicht. Mich würde mal interessieren, ob das vielleicht mit Stärke tatsächlich klappt. Ob man sagt, damit kannst du ja den Dings freiräumen. Nein, das dachte ich mir. Vielleicht möchtest du einfach nett duften. Auch nicht. Einfrieren? Dann nicht. Hallo, ich habe ein paar frische Kräuter und Blumen für dich gesammelt. Möchtest du einen Blick darauf werfen? Na, dann zeig mal her. Lebensblatt, keine Windblüte, ne? Den hier habe ich ehrlich gesagt noch nicht einmal benutzt. 15, davon nehme ich alle. Greiferwurz sieht auch sehr schön aus. Schlingpflanze habe ich 27. Federblüte. Kommst du mir noch in die Tasche? Wirbelkraut. Auch das nehme ich. Federblüte, aber reichlich. Ja, jetzt wird noch ein bisschen gehandelt. Abgemacht. Vielen Dank. Beehren Sie mich bald wieder. Eine meiner Komponenten erhitzt sich während meiner Experimente immer wieder zu stark. Hast du einen Trank, der mir helfen kann, es abzukühlen? Ich mag es, wenn die Zutaten eines Tranks simpel sind. Ich lege mehr drauf, wenn sich der Trank auf nur zwei Zutaten beschränkt. Ja, was hat der? Zwei. Wunderbar. Da zahlst du auch nochmal drauf. Aber wie lange handelt man denn mit dir? Hoppala, da hat er den Klick nicht genommen. Mache ich jetzt mal so. Verkauft. Alchemist, ich brauche ein paar Tränke, die mir beim Jagen helfen. Bisschen Stärke? Ja. Verkauft. Nächster. Ich brauche einen Trank, der es meiner Waffe ermöglicht, Feinde einzufrieren. Das kriegen wir wohl ratzfatz hin. Trank fertigstellen. Verkauft. Ich brauche einen Trank, der mich stark macht. Ein Arnoldes hättest du gerne, ja? Das kriegen wir doch hin. Damit wirst du super stark. Wirst aussehen wie ein Stier. Verkauft. So, damit sind wir auch bei 29 Minuten. Ich lege mich hier ins Bett, beende die Folge und ja, also ich werde heute nicht nachsynchronisieren, das wird nichts mehr mit der Stimme, aber ja,
das ganze Thema ist ja eigentlich schon vorbei, weil die Folgen sind ja draußen. Insofern hoffe ich, hattest du einen schönen Start ins neue Jahr weiterhin. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!